Hallo und herzlich willkommen bei Duo Dudes zu einem Crossover mit dem Kanal Mastel 99, 99, was auch immer. Den gibt's hier. Wir haben einen sehr interessanten Film geschickt. Mal gucken, was er dazu sagt. Das findet ihr auch hier. Ah, verdammt interessanter Film. Und er hat uns auch einen interessanten Film geschickt. Und zwar einen Film von David Lynch, vielleicht sein normalster. The Straight Story, eine wahre Geschichte. Lieber Yami, auch wenn wir uns nie wirklich gut leiden konnten, wollte ich dir doch mitteilen, dass ich einen Schlaganfall erlitten habe. Ohne freundliche Grüße, Merlin. Alter Spinner. Ich geh vielleicht doch lieber nochmal los. Merlin? Merlin! Ja, in dem Film geht es erstmal um eine wahre Begebenheit, so viel sei schon mal gesagt. Und zwar handelt die Geschichte von einem Mann namens Evan Strait, deswegen auch der Name, doppelbedeutend. Und dieser Mann hat einen Bruder, mit dem er ein bisschen im Zwist ist, schon mehrere Jahre wohl nicht miteinander gesprochen. Er erfährt aber, dass sein Bruder einen Schlaganfall hatte. Und nun ja, wie das halt so ist, wenn man ein alter Mann ist, da möchte man sich auf seine alten Tage auch nochmal versöhnen. Problem, sein Bruder wohnt ziemlich weit weg, mehrere hundert Kilometer, und Erwin hat keinen Führerschein, möchte sich selbst nicht fahren lassen, weil möchte halt nicht anderen Leuten auf die Last fallen. Und so entscheidet er sich, mit einem Rasenmäher, mit einem Sitzrasenmäher und einem Anhänger ca. 600 Kilometer zu fahren, um seinen Bruder zu treffen und sich mit ihm zu versöhnen. Und unterwegs trifft er Leute wie uns, ganz normale Menschen. Und ja, ist ein Teil ihres Lebens sozusagen für diesen kurzen Moment. Und davon erzählt im Prinzip The Straight Story. Zu The Straight Story. Ich muss sagen, mir hat der Film nicht ganz gefallen. Das hat, denke ich, es ist ein bisschen gespalten. Zum Ersten haben wir dieses doch sehr langsame Erzähltempo, was mir persönlich nicht zugesagt hat. Aber auf der anderen Seite die sehr gut ausgearbeiteten und sympathischen Charaktere, was das Ganze wieder so ein bisschen ausgleicht. Aber trotzdem konnte ich mit diesem Film irgendwie nicht ganz warm werden. Ist dir das ähnlich gegangen? Nein. Eigentlich überhaupt nicht, verwunderlicherweise. Ich stehe ja normalerweise nicht auf so sehr experimentierfreudige Filme. Also für mich kann es auch schon ein bisschen Mainstream sein. Hinzu kommt, dass wir den Film ziemlich spät abends gesehen haben. Deswegen ist Merlin auch beim ersten Mal gucken eingepennt und er musste nochmal nachgucken. Ich habe es durchgehalten, weil er mir sehr gut gefallen hat, in der Tat. Dieses langsame Erzähltempo ist mal was ganz, ganz anderes, und der Charakter, der tritt einfach in den Vordergrund, meiner Meinung nach. Es gibt wunderschöne Bilder und der Film war einfach schön anzusehen. Also, wie der Name schon sagt, The Straight Story, es ist wirklich eine geradlinige Story. Es gibt keine
keine großartigen Twists oder sowas. Der Kerl, der fährt zu seinem Bruder und möchte den besuchen. Punkt. Das ist die Geschichte. Aber wie sie halt erzählt wird, diese lange Fahrt, was er sieht, wen er trifft, das ist halt einfach ungemein schön. Ich kann eigentlich auch gar nicht genau sagen, warum mir der Film jetzt so gefallen hat. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich denke, dieser Film ist vielleicht nichts für jeden Anlass. Freitagabend ist vielleicht eine blöde Idee, den zu gucken. Aber ich denke, vielleicht, wenn man sich mal am Nachmittag oder so auf die Couch legt und diesen Film in Ruhe guckt, kann ich... Ich glaube, das ist auch ein guter Herbstfilm, ehrlich gesagt. Ja, dann kann man den wirklich gut gucken, weil es, wie gesagt, sehr schöne Charaktere hat und sehr schöne Landschaften. Schöne Musik. Schöne Musik und auch einfach die Geschichte irgendwie anders ist, weil welcher alte Mann fährt schon auf einem Rasenmäher durch die Gegend? Außer dieser Alvin Strait. Deswegen denke ich, kann man diesen Film durchaus empfehlen, wenn man auf sowas steht, wenn man natürlich nur so Action-Blockbuster, 3D-Special... Scheiß und so mag. Slow-Mo sowieso, dann ist es, denke ich, nichts. Aber wenn man sich darauf einlassen kann und sowieso schon so ein David Lynch-Filmfreund ist, kann man diesen Film, denke ich, empfehlen. Und deswegen bekommt es The Straight Story, obwohl ich ihn nicht ganz so mochte, immer noch stabile 4 von 7 Punkten. Ja, weil der Film mir halt doch ganz gut gefallen hat. Ich würde ihn jetzt nicht so sonderlich häufig gucken, aber er war definitiv sehenswert. Und deswegen bekommt The Straight Story von David Lynch von mir 5 Punkte. Jetzt ist natürlich wieder eure Meinung gefragt. Schreibt es unten in die Kommentare. Ist natürlich ein besonderer Film, muss man sagen. Ja. Und deswegen würde mich das interessieren. Wir beide kannten ihn ja vorher nicht. Und ansonsten gibt es wieder hier unsere letzten Kritiken, Videos. Und schaltet beim nächsten Mal ein. Ciao! Damn, jetzt beeil dich doch mal. Ja! Das wäre jetzt total lustig, wenn ich hier rausgehen würde und so eine Blutfontäne kommen würde.